Also, hallo zusammen. Ich hoffe, Berndeutsch ist gut für euch. Sonst könnt ihr mir das gerne in den Chat schreiben oder schnell das Mikrofon auftun und sagen, wenn es nicht okay ist, würde ich sonst gerne auf Schriftsprache wechseln. Merci. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, den Workshop, jetzt den Online-Workshop aufzeichnen. Und wenn ihr nicht wollt, sichtbar sein im Video, das ich dann nachher auf die Webseite stellen möchte, dann würde ich euch bitten, einfach euer Videobild abzustellen. Und dann starten wir gerade. Was ihr hier habt gesehen, ist ein Sonic Pi. Ich muss schnell meine Heizung abstellen, excuse, sonst höre ich mich ganz schlecht hier. Sonic Pi Algorave, den ich da vor einer Weile mal gemacht habe. Und habe gedacht, das ist noch ein netter Einstieg. Da kann ich so in einem U-Loop-Player kann ich den laufen. Jetzt tue ich noch ausstecken, dann tut es dann nicht knacken bei eurer Leitung. So, jetzt bin ich wieder da. Und U-Loop ist noch gäbig, da kann man einfach ein Video einfach im Endlosmodus laufen. Aber jetzt wechsle ich zu Sonic Pi. Und auch noch etwas zur Technik schnell. Ich muss das in Zoom machen. Zoom ist die einzige Plattform für Videostreaming, die mir erlaubt im Moment, so viel dass ich weiss. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, könnt ihr mir es euch Chat schreiben, wo der Computerton in einer höheren Auflösung kann gestreamt werden. Das heisst, also alles, was ihr hört, solltet ihr bei euch so hören, wie das von eurem Computer direkt kommt und nicht über das Mikrofon. Ein kleiner Nachteil dabei ist, der Computerton, den ich über Zoom sende, hat ein bisschen mehr Latenz als das Bild. Das heisst, immer wenn ich etwas mache, kommt es rund eine Sekunde verzögert bei euch an. In Teams ist es auch möglich. Super. Da bin ich doch froh. Das tue ich darum gerne ausprobieren. Zoom haben wir jetzt gewählt. In Teams von PH Bern können wir nicht so gäbig mit externen Leuten, so wie wir es jetzt gerade haben, die ganze Sache aufgelesen. Und PH Bern hat darum auch noch Zoom lizenziert über einen Rahmenvertrag. Zum Workshop von Sonic Pi, ich möchte da noch einmal ein grosses Merci an euch richten. Es war ein wilder Tag und da ist ganz viel Zunge ob sich gekommen. Und ich danke euch, dass wir das noch nachholen dürfen. Merci vielmals. Ich tue euch jetzt gerade schnell ein paar Links in den Chat, dass ihr Ups, das war der falsche. Dass ihr alles, was ich jetzt sage, auch gut könnt nachvollziehen könnt. Dann könnt ihr nämlich die Links einfach in euren Browser schieben. Was das genau ist, und ich euch dann nachher noch mitteilen. So, und jetzt gibt es noch eine Datei. Eine Datei ist genau das, was ihr im Moment seht. Das, was ich offen habe hier, das ist Sonic Pi. Und haben wir da etwas vorbereitet. Und die Datei wollte ich euch auch geben. Die bekommt ihr jetzt gerade. Sollte angekommen sein. Die könnt ihr eigentlich das, was ich jetzt euch zeige, sonst später bei eurem Sonic Pi, wenn ihr da Lust habt, das abzuladen und auszuprobieren. Dann gerade so nachvollziehen. Vielleicht kann ich es am Schluss nochmal speichern, ich würde es dann nochmal senden, dann hättet ihr alle Sachen, die ich reingeschrieben habe. Was ist Sonic Pi? Sonic Pi ist eine Programmierumgebung, basiert auf Ruby, also einer Hochsprache, wo der Sam Aaron, das ist der Entwickler von Sonic Pi, gemacht hat für das Coden, das informatische Coden auf einer schulnahen Ebene mit Musik gekoppelt den Schülern näher zu bringen. Der erste Link, den ich noch gepostet habe, ist sonicpi-net. Dort findet ihr die Software. Ich gehe da gleich schnell drauf. Wo ihr natürlich
gerne dürft abladen. Das gibt es für Windows, für macOS oder eben Raspberry. Und das ist ja auch das Thema von der Open Edu Days, nämlich Open Source Software. Und SonicPy ist eine Open Source Software, die ist entwickelt worden für Raspberry. Der Sam Aaron ist von Raspberry Foundation angefragt worden, eine Software eben für das Programmieren zu entwickeln, wo sie dann auf dem Raspi mit dem Image, das sie zur Verfügung stellen, gerade können brauchen. Und wenn ihr etwas wollt wissen über Sam Aaron, es ist sehr gut beschrieben, hier inklusive eben Download von Software. Der zweite Link, den ich euch geschickt habe, das klappt schlecht mit dem Kopieren aus dem Fenster raus, so, ist InThread, das ist so ein Forum, das der Sam aufgesetzt hat auf der SonicPy-Domain. Das seht ihr hier. Und das Forum ist sehr, sehr gut, da stellen ganz, ganz viele Leute viele Fragen stellen und vor allem ganz viele Leute auch viel, viel gute Antworten geben, inklusive der Sam Aaron selber auch. Ich habe ihn auch darüber kontaktiert, weil ich mir vorgenommen habe, ein Papier von ihm, ich zeige das jetzt schnell, zeigen, auf Deutsch zu übersetzen, sodass wir vielleicht etwas hätten für ihre Schule, für die Lehrpersonen, wo sie sich ein bisschen mehr können, auseinandersetzen können, was das SonicPy könnte im Medien- und Informatikunterricht. Ciao, Peter. das ist ein PDF, das könnt ihr natürlich runterladen und ich habe probiert, zusammen mit ein paar Mitarbeitern bei uns, bei Schulinformatik, das eben auch im Zusammenhang mit dem Modullehrplan anzuschauen. Und habe euch da auch, also die Leute, die es runterladen oder lesen, fertige Code-Beispiele, die ihr könnt einfach rauskopieren und nachher im Editor von SonicPy gerade zum Klingen bringen. Kannst du uns den Link gerade mal in den Chat tun? Genau, du bist jetzt später gekommen. Ich tue das noch einmal machen. Die kommen alle nochmal, die Links. Nein, sorry, vom PDF habe ich gemeint. Stefan, also ich bin schon da. Ja, den findest du auf der letzten Internetseite, die ich jetzt nochmal gepostet habe, sonicpy.weebly.com, ist das PDF hier gerade runterzuladen. Also das ist die Weebly-Seite, die ich gemacht habe, wo ich SonicPy eben für einen Schulkontext auf Deutsch beschrieben habe. Und da ist das PDF zu finden. Ich gehe zurück zur Software SonicPy. SonicPy sieht ziemlich einfach aus. Am Anfang blendet es einfach, es ist alles weiss. Man hat hier einen riesigen Editor, wo man Text schreiben kann und man weiss am Anfang eigentlich noch nicht so genau was. Man hat rechts ganz viele komische Angaben. Bei mir sind jetzt die über den Chat verdeckt, das seht ihr glaube ich nicht, und Teilnehmerlisten. Und ganz viele strange Informationen, die da über den Bildschirm flickern. Man kann natürlich das Look and Feel anpassen, wie in vielen Softwares heutzutage. Es gibt Preferences, wo ihr die waren schon offen. Zum Beispiel Editor die Ansicht im dunklen Modus könnt, machen, weil, ihr müsst euch vorstellen, Live-Coding ist ja eigentlich gross geworden in den Clubs zum Tanzen. Und stellt euch vor, ihr seid in einem Club irgendwann am Morgen um 4 Uhr und nachher kommt da so ein wilder Musiker-Informatiker, tut den Beamer anhängen und nachher ist es so hell, wie ihr das jetzt seht. Ich glaube, der würde gerade alle die Sonnenbrille führen müssen nehmen. Darum gibt es hier einen Dark Mode. Und der ist wirklich gedacht, für wenn man im Club tut, in Anführungszeichen, auflegen oder eben live coden. Es gibt sogar Pro-Icons, weil die Icons hier oben hat, der Sam gesagt, die sehen ein bisschen kindermässig aus. Darum hat er da auch noch Pro-Icons gemacht. Ihr seht, die wechseln einfach ihr Aussehen. Natürlich gibt es noch ganz viel anderes, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Es gibt hier Master-Volumen, das habe ich abgezogen, dass ihr meine Stimme einigermaßen in einem guten Verhältnis zur Musik, die jetzt auch noch über den Äther kommt, gehört.
ganz unten, ganz ein wichtiger Teil. Oh, ich wollte ja wieder den Helm-Modus machen. So. Ganz unten, ein wichtiger Teil ist Hilfestellungen. Eingebaut in Sonic Pi sind ganz gute Tutorials. Die allermeisten sind schon auf Deutsch übersetzt. Also es geht hier los mit, was ist Live Coding überhaupt? Wenn ihr euch einfach einlesen wollt, was der Sam gedacht hat beim Programmieren von dieser Software, ist es sehr zu empfehlen. Die ganze Programmieroberfläche, das ist jetzt das, was ich euch gerade ein bisschen zeige, ist auch beschrieben. Ihr habt sehr gute Beispiele, die ihr dürft ausprobieren. So ein Beispiel kann man einfach anwählen, man kann es kopieren und nachher oben im Editor einfügen. Und nachher tönt das schon, wenn man da oben Run drückt. Das mache ich jetzt im Moment noch gerade nicht. Ich tue das auch wieder löschen. Eine riesige Beschreibung über alle Synthesizer, die eingebaut sind in Sonic Pi, über alle Effekte, die eingebaut sind in Sonic Pi und, ganz cool, über alle Samples, die mit Sonic Pi mitkommen. Das sind alles freie Samples, die ihr einfach brauchen dürft und die Schüler auch einfach dürfen brauchen. Die sind wirklich royalty-free und haben auch kein geistiges Eigentum in dem Sinn. In der Schweiz ist das eine besondere Sache, gibt es glaube ich nicht. Und natürlich gibt es noch eine Übersicht über alle Sprachelemente, die in Sonic Pi irgendwie vorkommen, mit sehr guten Beschreibungen. Hier ist jetzt nicht mehr alles auf Deutsch, ich gehe jetzt da mal neu rein. Aber ihr seht auch hier relativ kurze, knackige, einfache Beschreib und immer ein Beispiel Minimum. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil man kann sich wieder vorstellen, bei keiner Programmierumgebung alle Befehle einfach in- und auswendig haben. Also darum ist das super gut gemacht. Ciao Roman, du dir dann auch noch einmal schnell die Links posten. So, dann hast du gesehen, solltest du die auch noch sehen. Ich kann die Hilfe natürlich auch ausblenden, das mache ich jetzt im Moment gerade nicht. Ich glaube, es ist dir gesehen genug. Zum Interface habe ich jetzt so ein bisschen ziemlich alles gesagt. Und ich werde euch jetzt in den nächsten paar Minuten, 10 Minuten habe ich geschrieben, euch der Syntax von Sonic Pi ein bisschen näher bringen. Wenn ihr den Medien- und Informatik-Lehrplan, Modul-Lehrplan ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dort gibt es Kompetenzstufen, wo es um Anweisungen geht. Und Anweisungen ist ein ganz wichtiges Element von Programmierumgebungen. Die erste Anweisung, die habe ich nicht gelöscht, die ihr jetzt schon gesehen, heisst ganz, ganz einfach immer auf Ebene Schüler abgebrochen, das ist wie gesagt dem Sam Aaron sehr wichtig gewesen. Die erste Anweisung heisst, spiel doch mal etwas, play. Und wenn ich das jetzt, ich tue das ein bisschen sichtbarer machen, so. Wenn ich das Programm jetzt starte, das ist jetzt schon mein Programm hier, play, dann weiss natürlich der Computer noch überhaupt nicht, was er denn soll spielen. Also wir müssen ihm noch etwas mitgeben. Das ist jetzt ein Parameter. Ich sage einem Computer, also Sonic Pi, spiel doch mal 60. Und jetzt drücke ich Run. Und ich hoffe, jetzt hättet ihr auch etwas so gehört. Das ist wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, es gibt etwa eine Sekundenverzögerung mit dem Audio. Vielleicht könnten wir da schnell eine Rückmeldung geben, ob das jemand angekommen ist. Zahlen kann man natürlich, sehr gut, merci Roman. Zahlen kann man natürlich manipulieren. Ich kann die gegen auf und grösser machen. Und ihr hört schon. Wird sehr hoch.
Irgendwann kommen wir schon an eine Grenze. Jetzt ist der Zahnarzt dran, Achtung. Und da merkt man schon, ja, die Zahl wird auch jetzt nicht mehr hörbar sein. Ich könnte das Gleiche natürlich auch gegen runter probieren. Ich habe mit 60 gestartet, jetzt gehe ich mal zu 50. 40. Das werden die meisten auf ihren Kopfhörern oder iPhone-Speakern schon gar nicht mehr gehört haben. Ich habe ihn noch knapp gehört, das 30, den Ton. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist das überhaupt, die Zahl? Irgendwann kommt man dann schnell mal drauf, die Zahlen repräsentieren. Ihr habt es vielleicht rechts schon ein bisschen gelesen, da geht es um MIDI. Die repräsentieren MIDI-Noten. Also die Zahl 60 ist, wenn ihr ein Klavier vor Augen habt, in der Mitte habt ihr ja das Schlüsselloch C, sagt man dem so schön. Und das Schlüsselloch C ist die MIDI-Note 60. Und das wäre die da. Jetzt, weil das so schön tönt hat, schon fast wie ein Kinderlied, habe ich natürlich das Gefühl, ja, jetzt mache ich doch da einfach mehr. Und jetzt erklüpft man vielleicht, jetzt hätte ich doch gedacht, ich spiele mein Kinderlied. Und das Kinderlied hat jetzt gar nicht so schön getönt. Ich muss das nochmal abspielen. Und gleich darauf ab merkt man dann, ja, der Computer, der ist so schnell, dass alle Töne, die ich jetzt eigentlich nacheinander erwartet habe, die uns nacheinander schreiben, eigentlich fast gleichzeitig hörbar sind. Und dort kommt man dann auf die Idee, dass man dem Computer muss sagen, ja, tu doch ein bisschen langsamer sein. Tu doch mal ein bisschen schlafen. Und somit hat ich das gewünschte Ergebnis. Das, was ich mir vorgestellt habe. Und weil das so ein schönes Kinderlied ist, machen wir es noch gerade weiter. Und wenn ihr jetzt die Zahlenfolge schon anschaut, merkt ihr auch schon, welches Kinderlied das ist. Also wir haben jetzt das erste Mal ein Erlebnis, das ihr anhand von Code, geschriebenem Code, intuitive Vorstellung unter Umständen schon könnt haben, wie der Code klingt. Und jetzt ging es weiter. Ihr könnt es auch wahrscheinlich gerade singen. Die Schüler vielleicht schon nicht mehr, das kennen sie auch gar nicht mehr so. Jetzt, ihr wisst, bei diesem Lied, Frère Jacques ist das, oder Bruder Jakob, das kommt ja zweimal vor, diese Linie. Und wie das so schön ist mit dem Computer, kann ich natürlich ganz einfach etwas wiederholen. Und in Sonic Pi ist das Schreibweise 2 times 2. Und ihr merkt, dass also die Sprachwahl von Sam Aaron für eben die Kinder so ab 10, hat er gedacht, die ist ziemlich deutlich. Also mach jetzt zweimal das, was kommt. Also deutlich so, dass es das Kind verstehen kann. Und jetzt merkt ihr auch schon, ja, wenn ich jetzt das zweimal wiederhole, das 60 hier unten und das 60 hier oben, das wird ja auch jetzt wieder gleichzeitig kommen. Die müssen wir mal überprüfen. Und so war es. Ihr habt es vielleicht gehört, das 60 war einfach doppelt so laut, weil es auch doppelt abgespielt wird. Also müsst ihr jetzt hier in dieser Schleife auch noch am Schluss ein Sleep machen. Und somit hat dein Bruder Jakob schon fast sehr stimmig. Ich kann jetzt ganz einfach das nehmen, kopieren und gehe dann mit 64 weiter. Ihr fragt euch sicher schon, ja, was ist jetzt 64, 65,
die ein bisschen von Musiktheorie eine Ahnung haben, merken vielleicht, ja, jede Nummer, also jede Zahl, jede Ziffer ist ein Halbton. Und wenn wir jetzt da in der Durtonleiter sind, der ist 64, schläfst du schon, ist jetzt, kommt der Halbton, nämlich vor Terz zur Quart. Und da ist 65, ist jetzt ein Quart. Und jetzt müsste ich auch, weil das ein längerer Ton ist, die Pause länger machen. Und jetzt könnte man natürlich weiterfahren. Ihr habt auch schon begriffen, wie es jetzt weitergeht. Wir können jetzt hier ausprobieren. Ganz toll mit den Schülern und Schülerinnen war jetzt aber gewesen, diese Erfahrungen, die ich durfte sammeln, dass sie mega Freude haben bekommen, einfach mal wild Zahlen durcheinander zu schreiben und ein bisschen Trial-Error so zu Melodien zu kommen. Was natürlich beim Computer auch cool ist, der kann jetzt nicht nur ganz Töne spielen, oder der kann jetzt auch, also nebst dem, dass er 60 kann spielen, kann er auch 60,5 spielen. So etwas kann ich vielleicht knapp auf einer Geige, 60,7. Also wir sind da hier wirklich auch schon fast in Physik drin. Ähnlich wie ich das am Anfang gesagt habe, Schüler probieren natürlich solche Sachen aus, wie klingt denn das? Und dann werden sie merken, oh, das tönt gar nicht, warum tönt es nicht? Und dann fängt man die Hörgrenze an, austesten. Vielleicht könnte man so in Frequenzen umrechnen. Also ziemlich spannende Angelegenheit. Es gibt, jetzt habe ich die Art von Schleifen erklärt. Ich habe natürlich ohne Forever-Loop machen. Das ist etwas, was man in Informatik nicht so gern hat. Also ich kann jetzt hier einen Loop machen und sage dann wieder Play 60, Sleep 1, Play 62, Sleep 1 und tue den Loop beenden. Warum hat man das nicht gern in Informatik? Das sind halt Schleifen, die aber kein Ende haben oder man muss dann eine bestimmte Abbruchbedingung einbauen. Und das ist dann eigentlich etwas, was man probiert zu vermeiden. Aber in Musik ist so etwas natürlich durchaus wünschenswert, weil ich habe ja vielleicht ein Stück, wo ein Instrumentalist dauernd, sagen wir mal, der Triangle, das ist jetzt ein blödes Beispiel, der Triangle muss schlagen. Und er soll das bitte machen, solange dass der Dirigent vor dem Dirigieren ist. Und vielleicht geht das eine Stunde und er soll nicht mehr aufhören. Und jetzt sagt der Dirigent sagt, jetzt ist das Stück fertig, also Stopp drücken. Und erst dann hört der Loop auf. Also das ist die Master-Abbruchbedingung. Aber der hört alles auf, der hören auch die Leute auf, tanzen im Club. Ob man jetzt dazu tanzen kann, ist noch eine andere Frage. Das müsstet ihr beantworten. Es gibt noch weitere Anweisungen. Es gibt eine, die heisst Sample. Bezieht sich jetzt nicht auf einen Synthesizer. Vorher hat er einen normalen Synthesizer gehört, der eingebaut ist in Sonic Pi. Und jetzt kann ich zu dem Teil, den ich vier unten vorhin gesagt habe, zu den Samples, die mitgeliefert werden. Ich kann direkt Soundschnipsel in Sonic Pi abspielen. Und hier hat er jetzt ein Sample, das heisst Ambi Glass Hum. Und anhand des Namens könnte man schon ein bisschen erkennen, was das könnte sein. Das ist so ein Ambiente-Sound, der nach Glas tönt. Und ich kann auch hier Parameter dranhängen. Zum Beispiel gibt es da etwas, das heisst Rate. Das ist
Rate, die Abspielrate von diesem Musikschnipsel. Wenn ihr vielleicht noch eure Kindheit zurückdenkt, Plattenspieler, und dann habt ihr vielleicht auch den Finger drauf gelegt und habt dort physikalische Erlebnisse gehabt. Das ist im Prinzip genau das. Ich tue jetzt da hier, bei eins mache ich nichts beim Plattenspieler, ich tue jetzt den Finger ein bisschen drauf und sage, ich mache mal 0,9. Oder ich mache 0,8. Jetzt seid ihr wahrscheinlich, hoffentlich noch nicht eingeschlafen, aber vielleicht in einer Stimmung, die nicht so recht zu dem Bild passt, das ihr hier seht. Vielleicht solltet ihr jetzt auf Dunkelmodus stellen. Ich kann das mal machen und euch so probieren, in eine Welt hineinzunehmen. So kühl ist. Was ich jetzt gemacht habe, ich hatte einen Zielencode und ich habe mit dieser einen Ziele durch Parameter verändern schon Musik gemacht. Ich habe Stimmung erzeugt. Ich könnte jetzt das eine halbe Stunde weiterfahren. Ich könnte das sogar aufzeichnen, was ich jetzt mache. Es gibt hier oben einen Record-Knopf. Und mit dem tut es einfach den Ausgang von Sonic Pi abgreifen und als File auf den Computer schreiben. Ich könnte das File, ich tue das schnell zeigen, vielleicht. Ich könnte das File näher. Hoffentlich kommen wir rein. Brauchen zum Beispiel. In einem Scratch-Spiel. Hat geladen. Oh, super. Wo ich probiere, so eine Stimmung für das Spiel zu machen, wo der Hintergrund eben vielleicht nicht ganz kühl ist. Das Spiel ist relativ einfach und klein, da kann man nichts machen als rumlaufen und gumpen. Oder? Hier haben wir noch einen anderen Effekt gehabt. Ihr seht, also wir können jetzt ganz interessante Sachen basteln mit einem Zielencode, wo ich den Sample über einen Parameter hier verändere. Es gibt natürlich tausende Arten von Parametern, die ihr anwenden könnt. Es gibt sehr komplexe Sachen. Vielleicht kommen wir später noch schnell ein bisschen drauf. Gibt es hier dazu Fragen? Wir haben schon eine halbe Stunde, habe ich jetzt Monolog gehalten. Mit Rate wird hier das Abspiel Geschwindigkeit beeinflusst und das die Länge und die Tonhöhe. Genau. Das ist wirklich so, wie ich gesagt habe. Du kannst dir vorstellen, der Plattenspieler, den ich jetzt eben über Finger drauf habe, das heisst, Finger drauf habe, ist unter 1, Werte unter 1. Und wenn ich mit dem Finger würde angehen auf dem Plattenspieler, wie man das von DJs noch kennt, dann würden Werte über 1 führen kommen. Und somit, wenn Soundfile langsamer abgespielt wird, geht auch die Tonhöhe ab. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, weil es ein Computer ist, andere Parameter zu nehmen. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich kann einfach über Pitch 1, sollte jetzt wieder normal sein.
Das ist normal, genau. Oh, das war ein bisschen viel. Ich gehe jetzt mal rauf. Es pitcht schon etwas, aber nicht so schön. Also da muss der Sam noch ein wenig nachsteuern. Kommt auch auf das Ausgangsmaterial drauf an. Vielleicht, wenn ich ein anderes Sample nehme, ist es hörbarer. So, nehmen wir da mal. Poke, ihr seht, es hat sehr viele Samples, viel Drum-Sample. Und Gitarre-Akkord vielleicht. Das ist nicht das, was wir noch nicht mehr erhofft haben. Das Einzige, was ihr merkt, dass es verändert schon ein paar Obertöne und die Tonlänge ist gleich. Aber das ist jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Jetzt müsste ich suchen. Martina hat geschrieben. Zuerst noch, excuse, ganz viele Chatsachen, die natürlich jetzt noch nicht die ich gesehen habe, aber ich glaube, die Frage ist jetzt gerade beantwortet worden, wegen der Tonhöhe und Dauer. Ja, es lässt sich unabhängig glaube ich, beeinflussen auf alle Fälle. Die Parameter müsste ich jetzt vorher suchen. Wie gesagt, unten ist es sehr gut beschrieben. Man kann irgendetwas über Pitch. Pitch to Ratio, Pitch. Findet man da irgendetwas? Ja, das wäre es eigentlich. Hm? Nein. Das wird auch so nicht gehen. Nein, das war es nicht. Da müssen wir noch Raid, aber der wird es wieder langsamer. Das war es auch nicht. Oh, gut, jetzt geht die Fehlersuche los. Das ist natürlich jetzt schon eine komplexe Frage. Martina hat noch gefragt, mir gefällt es besser Ruby-like. Das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht könntest du es noch schnell ein bisschen ausführen, was du mit Ruby-like meinst. Das ist eine Antwort auf oben. Jemand hat geschrieben, es wäre noch schön, wenn die Syntax Python-like wäre. Ah, ja, genau. Excuse. Merci vielmals, Martina. Ja, Python ist natürlich cool im Schulumfeld. Es ist jetzt halt Ruby. Und ich glaube aber, der Sam hat für den Schulkontext schon. Also, wir sind jetzt hier jetzt in einem Bereich, der nicht mehr Schulkontext ist. Für den Schulkontext hat der Sam aber sehr viele Begriffe, die sehr, sehr gut verständlich sind. Wie bei jeder textbasierten Programmierumgebung ist es natürlich so, wenn man jetzt Fehler schreibt, wie zwei Kommas oder eben nichts, dann kommt das Programm nicht nachher. Es gibt eine Fehlermeldung, es gibt relativ spartanische Informationen, um was sich beim Fehler handelt. Es kommt ein Pfeil beim ersten Fehler. Also dort hoffe ich, dass weitere Versionen dort ein bisschen aufräumen, dass dort die Schüler besser unterstützt werden, weil natürlich Schreibfehler extrem schnell passieren. Es reicht manchmal schon eine Lücke, die nicht ist. Und halt so Ruby hat halt den Vorteil, dass es nicht so viele Zeichen braucht, immer auch die Klammern und so. Genau. Und das ist halt die Fehlerquelle weniger gross als bei... Ich habe einfach gemerkt, in der Anwendung, auch bei den Schülern, es hat gleich auch noch viel, viel Fehler. Aber du hast recht, ich bin auch selber erklüpft, weil ich natürlich am Anfang einfach viel zu viele Sachen habe geschrieben, wie Ziele abgeschlossen das klingt nach wie vor. Aber es braucht es nicht. Das ist das, was du gemeint hast. Also man kann Sachen weglassen. Weitere Frage war, gibt es eine blockbasierte Umgebung für Sonic Pi? Nein, gibt es nicht. Sonic Pi ist jetzt wirklich einfach das, was ihr hier seht. Was aber natürlich ganz cool ist, Sonic Pi läuft ja auf dem Raspberry Pi. Und mit dem Raspi könnt ihr
die ganzen Informationen, die man von außen, also mit Sensoren kann abfahren kann, könnt ihr natürlich irgendwie über Umwege, über Python natürlich, dann nachher in den Sonic Pi hörbar machen. Dazu habe ich dir noch schnell ein kleines Video, das ich zeigen kann. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Kann man Erklärungen zu Schlüsselwörtern finden? Schlüsselwörter im Sinn von also, Anweisungen oder Parameter? Ja, also ihr habt hier in dem Beispiel, vor allem im Tutorial, relativ viel, viel gute Erklärungen zu diesen Sachen. Ich hoffe, ihr habt die Frage richtig verstanden. Oder eben in Sprache hier unten, wo der einzelne Sprachelement suchen kann man nicht. Man kann einfach tippen und es springt dorthin, wo es die erste Möglichkeit, glaube ich, ist es so genau. Jetzt habe ich einfach PIT geschrieben und dann kommt es zu Pitch. Aber eine Suchfunktion gibt es nicht. Ich habe euch aber gewisse Seiten gepostet. Eine davon war MyHackit. MyHackit. Da, ja. Die ist sehr, sehr gut gemacht. Und hier gibt es natürlich eine Suchfunktion. Also die haben ein super cooles Beispiel. Leider wieder alles nur Englisch. Beispiel, wo man auch direkt kann anhören kann, wo sie einfach ein Audio-File rausgespielt haben. Das ist jetzt das Code-Beispiel von da, wo sie dann einfach nachher als Audio-File auf der Seite haben. Und hier kann man natürlich dann, die Webseite durchsuchen. Und da bekommt ihr viel, viel Antworten. Genau. Sonst ungeniert weiterschreiben. Wenn ich mal eine Chatnachricht nicht sehe, vielleicht kann es jemand noch tragen. Christian, ja? Ich habe noch eine Frage. Wie hast du das nachher abgespeichert? Also quasi, dass du es nachher noch weiterverwenden kannst, als MP3 oder weißt du, das Beispiel, das du nachher im Scratch weiterverwendet hast? Ja. Ich kann es mal zeigen. Also jetzt machen wir mal da der Gitarre-Sample und starten mit 1. Hier oben gibt es einen Record-Knopf und da schreibt das Wave-File auf den Computer. Wenn ich den drücke, fängt es schon an aufnehmen. Ihr seht, es leuchtet. Und jetzt starte ich mein Programm und fange an, die Parameter zu verändern. Und wenn ich dann fertig bin, ein bisschen früher mache ich hier Recording ist fertig und jetzt fragt es mich noch nach einem File. Test, so wie man es nie machen sollte. Nein, das ist das falsche Testfile, genau, jetzt habe ich schon das Problem. Ich weiß nicht mal, wo ich es so hergespeichert habe, aber so würde es gehen. Ist da? Nein, auch nicht. Oh, hier ist ein Test-Wave. Und diese Files kann ich dann nachher auch auf der Scratch-Plattform reinziehen und weiterverwenden. Ich kann sie ja dort auch noch wieder schneiden, die Scratch ein bisschen kennen. Also funktioniert relativ einfach. Ich gehe zurück zu meinem Frère Jacques. Ich hatte ja da Play 60 gehabt. Ich kann natürlich dem 60 auch sagen, das ist einfach mein Ton. Ich kann den Ton noch vordefinieren. Der Ton ist 60. Tönt genau gleich das Programm. Und ich könnte jetzt hier sagen, Sleep Ace, Play Ton plus 2.
könnte jetzt hier noch die Schleife drum bauen, sagen wir mal 5-mal. Du hast vorher abbrechen, ist relativ langweilig jetzt, mein Liedli. Aber jetzt kann ich natürlich sagen, ja, yeah. Hier an dieser Stelle ist mein Ton der Ton. Plus 1 zum Beispiel. Nein, ich habe 2 immer gehabt. Das ist schon recht interessant. Mach es mal ein bisschen schneller. Das heisst, ich tue die Schlafenszeit vom Computer zwischen den einzelnen Tongenerierungen kürzer machen. Somit ist mein Lied schneller. Und vielleicht wollte ich es nicht nur 5-mal haben, vielleicht wollte ich es 10-mal haben. Und gehe da noch etwas schneller. Oder noch ein bisschen schneller. Und jetzt habe ich auch schon wieder eine Stimmung. Für mich klingt das, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich bin noch so ein Fernsehkind und dass ich so ein Fernsehkind mit Serien, zum Beispiel wie Genie in a Bottle. Und dort jedes Mal, wenn sie erschienen ist, hat es so eine so einen Sound gegeben, das war etwas Spannendes, gewesen, etwas Zauberhaftes. Und das, was ich jetzt hier programmiert habe, hat mich sehr, sehr an das erinnert. Also hier ist nichts Bedrückendes, hier ist Spannung rum. Was passiert jetzt? Und auch das könnte ich jetzt wieder aufnehmen. Und in meinem Spiel, das ich vorhin gezeigt habe, in Scratch, könnte ich natürlich das wieder verwenden. Zum Beispiel bei einem gewissen Ereignis, wo es könnte zum Beispiel eine Truhe sein, wo ich mit einem Zauberstab, den ich vorher aber musste, suchen musste. Dann kann die Truhe aufmachen und wenn die Truhe aufgeht, macht sie so. Ich kann natürlich auch sagen, das ist nicht ein Ganzton, jedes Mal, wenn es aufgeht, sondern nur ein Halbton. Das gibt schon eine andere Stimmung. Ich könnte natürlich auch sagen, es soll runtergehen. Das Minus vielleicht schreiben. He? Und machen das noch ein bisschen mehr. Machen es noch ein bisschen schneller. Und hier passiert etwas komplett anderes im Spiel. Was ich ganz, ganz, ganz mächtig finde, warum ich das euch hier zeige, ist, über das Ausprobieren, über intuitive hergehen. Also ich rede jetzt nicht von Struktur vom Programm Code hier, ich rede jetzt vom Verändern von den Parametern. Kann ich ganz viele verschiedene Sachen entdecken und ich habe eine extreme Verknüpfung von Informatik, von Code schreiben und musikalischen Erfahrungen. Und das finde ich das absolut mächtigste an dem Sonic Pi und darum bin ich auch so wahnsinnig begeistert, wenn, gerade für den Medieninformatikunterricht und aber auch Musikunterricht, weil wir hier ein Beispiel haben, wo man kann sagen, das ist absolute Integration von Informatik und Musik. Also man kann Musiktheorie machen, man kann Informatik das Beste machen mit Ruby oder mit Sonic Pi Syntax. Und vor allem kann ich fächerübergreifend, integrierend damit arbeiten. Und das finde ich wirklich, das ist die ganz grosse Leistung. Mir ist, wenn man jetzt von Musik herkommt, jetzt mache ich schnell die andere Seite, wo ich eben nicht so begeistert bin, wenn ich von anderen Seiten dran herkomme, ist man schnell, schnell mal dran, als andere Seite, als Musiker jetzt, hat man schnell das Gefühl, ja, yeah, ich mache doch hier jetzt Bassdrum. Ich tue das so.
Sleep, nicht Zap. Sleep 1. Dann machen wir schnell 5, geht es ein bisschen schneller. Einfach auch können kopieren, dann wären wir noch ein bisschen schneller. Und jetzt tue ich das in einen Live-Loop. Da habe ich noch nicht vorgestellt. Live-Loop ist etwas wie ein Endlos-Loop, aber es ist ein Sonic-Pi-spezifischer Loop. Ihr müsst euch vorstellen, der Live-Loop ist wie ein Musiker in einer Band oder wie in einer Schülerband. Und wir haben hier jetzt den Musiker oder die Musikerin, die heisst Drums, die Drums spielt. Hier tut jetzt die Drummerin oder der Drummer Polken schlagen und jetzt könnt ihr weiterfahren mit dem anderen Live-Loop, wo der Bassist oder die Bassistin ich könnte jetzt probieren, das geht jetzt zu lang, ich könnte jetzt probieren, hier ein Stück nachzubauen. Ein Stück, das wir zum Beispiel in einer Schülerband spielen wollen. Ich kann natürlich ganze Akkorde spielen und ich kann einen normalen Schlagzeugbeat erzeugen. Meine Kritik an das herangehen ist, Sonic Pi ist ein Instrument. Das verstehe ich mittlerweile als Instrument und es ist kein normale Digital Audio Workstation, DAW, wie ihr das von GarageBand zum Beispiel gut kennt, oder Logic, oder Cubase, oder Pro Tools. Die Produktionssoftware, die ich jetzt gerade genannt habe, die haben natürlich zum Ziel, dass man solche Stücke kann, nachher einspielen oder programmieren, sagt man dort auch schon fast. Dort tue ich aber mit einem MIDI-Keyboard zum Beispiel ein Piano einspielen. Und das mache ich ja hier in Sonic Pi nicht. Also ich verstehe Sonic Pi als eigenes Instrument, das ich aber zuerst muss lernen kennen. Das ist wie eine Geige. Ich nehme die Geige in die Hand. Jetzt weiss ich noch gar nicht, was ich mit dem machen kann. Ich kann es auf den Tisch schlagen, ich kann es gegen den Kopf schlagen, ich kann den Bogen nehmen und irgendwie draufklopfen. Und ich werde irgendwann entdecken, ja, es wird auch mit dem Streichen vom Bogen über die Seite werde ich einen schönen Ton erzeugen können. Dazu muss ich das auch üben. Und dann merke ich dann plötzlich, dass ich die Seite verkürzen kann und ich kann verschiedene Töne spielen. Und so verstehe ich mittlerweile Sonic Pi. Also wenn ich jetzt Geige möchte, brauchen für Schlagzeug zu spielen, wie ich das vorhin gesagt habe, zum Beispiel eben auf den Tisch schlagen mit der Geige, dann wird es nie wie ein Schlagzeug tönen. Und Geige geht noch kaputt als Nebeneffekt. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen beschreiben, warum dass ich die Herangehensweise von normalen Schülerband-Songs nachprogrammieren nicht so gewinnbringend empfinde. Also ich habe vorhin mit diesen paar Code-Beispielen, die ich Stimmung erzeugt habe, habe ich für mich etwas Nachhaltigeres entdeckt in Sonic Pi. Vielleicht gibt es da dazu Fragen. Natürlich darf man es machen. Ich habe, vielleicht finde ich es gerade, nein, ja, das kann ich auch löschen. Ich habe ja mal etwas im Internet gefunden. Excuse. Wo jemand sich enorm Gedanken gemacht.
finde es jetzt nicht. Es gibt ja eine Suchfunktion. Das Gemeine ist, wenn ihr das jetzt so seht, dann wisst ihr auch gerade, was kommt. Nein, leider muss ich dann auch nochmal suchen. Ich muss dann auch noch in den Chat schreiben. Mehrere Sonic Pie von verschiedenen Personen zusammen ergibt auch eine Band. Ja, die Schwierigkeit ist, die zu synken. Sonic Pie, Sam Aaron hat enorm viel Energie reingesteckt, dass die Sachen, die wir hier nacheinander und miteinander könnt programmieren, dass die auch in Sync tönen. Wenn ihr jetzt also zwei Sonic Pie Computer nebeneinander habt und die sind nicht irgendwie verhängt mit einem Clock, dass sie gleichzeitig abspielen, dann werdet ihr nie in Sync sein. Also ihr habt dort eine relativ komplexe Band mit komplexen Polyrhythmen. Und das wird auch schwierig sein. Aber es ist eine gute Idee und es gibt Möglichkeiten, natürlich die zu verhängen. Datenstrukturen, Variablen habe ich vorher gezeigt, mit Ton auf, Ton ab. Datenstrukturen zeige ich euch schnell einen anderen Buffer hier. Ihr seht hier Aries. Und ich habe da schon etwas vorbereitet. BD Bass Drum, ihr habt es sicher schon erkannt. Ich habe ein Array gemacht mit 16 Informationen, 0 und 1. Die ein bisschen Ahnung von Musik und Computer haben, werden schon jetzt festgestellt haben, das ist ein Step-Sequenzer, den ich da ein bisschen gebaut habe. Die verschiedenen Arrays, BDHH Hi-Hat, SN Snare, die tue ich hier abspielen. Der alte heisst, das ist der Code nicht aktiv gemacht, das hat sicher einen Fachnamen, keine Ahnung. Hier noch schnell etwas, das ist jetzt etwas Ruby-spezifisches. Hier habe ich eine Variable drin, i, die ist vorher, alles kommentiert, merci vielmals, Raute alles kommentiert, genau. Hier die Variable i, die ist nie definiert worden vor und ich habe mir gesagt, das ist Ruby-spezifisch. Die Schleife da 16 Mal mit dieser Variable i bedeutet jetzt jedes Mal, wenn sie durchgeht, die Schleife tut i den nächsten Wert annehmen von Schleifenanzahl. Die habe ich als Sammlung ja, auf der Webseite, die Beispiel. Aber ich zeige es am Schluss nochmal zeigen. Und ich habe hier Putz eingeschrieben. Putz heisst, das tut mir alles, was ich nach Putz habe, hier in der kann man ein bisschen grösser machen, in das Informationsfeld schreiben. Und ich lasse jetzt das Programm mal laufen, ihr werdet nichts hören, aber rechts hier werdet ihr die Zahl, die Variable i als Zahlen sehen, die aufgezählt werden. Und wenn 15 durch ist, startet es wieder neu bei 0. Also 0 bis 15. Und diese Werte kann ich jetzt nutzen, durch das Programm beenden, für die Arrays auszulesen. Ich zeige das beim Beispiel Sample Bass Drum. Und jetzt kommt eine bedingte Anweisung. Sample Bass Drum spielen. Wenn Bass Drum i, das haben wir vorher gesehen, ist gleich 1. Und jetzt können wir oben schauen. Ah, das sind 1, ist also spielen, nichts spielen, nichts spielen, nichts spielen, spielen, nichts spielen, nichts spielen und so weiter. Was ihr jetzt hört, ist einfach das Array da. Und ich kann jetzt das Array auch verändern. Und jetzt bin ich im Live-Code. Das Programm läuft und ich tue im laufenden Programm Sachen verändern. Es muss nicht neu kompiliert werden. Und ganz wichtig, hinter das Timing bleibt eben relativ steady. Das heisst, die Leute fallen nicht um beim Tanzen im Club. Das war auch wichtig. Das ist ja immer das grosse Ziel. Hier kommt Drums Symbol, das ist ein Hi-Hat. Amp ist wieder ein Parameter, Amplification für Lautstärke. If Hi-Hat i ist gleich 1.
Wenn ich etwas lauter machen soll, müsste mir das sagen. Wobei ich sage, ja, das ist glaube ich zu leise. Ich kann ja auch etwas lauter machen. Und am Schluss noch zu näher. Somit haben wir den klassischen Step-Sequenzer, wie ihr den vielleicht auch kennt, von diesen ersten Run-DMC-Scheiben vielleicht noch. Das könnte man jetzt auch probieren, das nachzubauen. It's tricky, zum Beispiel Run-DMC, die es nicht kennen, so 90er, 80er, ich bin gar nicht mehr sicher, könnte man hier sehr, sehr gut nachbauen. Hier das zum Beispiel als Beispiel für die ganzen Arrays. Man kann natürlich auch Listen machen. Und es gibt noch Ringbuffers, die auch noch sehr, sehr spezifisch sind. Aber das kann man dann alles, wenn man sich dann reinschafft, langsam stockelt man automatisch darüber. Fragen? Dann kann ich einen Schluck Wasser trinken. Also Beispiel habe ich vor allem im PDF, das ich nach dem Anfang habe gezeigt. Ich gehe dann nochmal schnell zurück. Auf der sonicpy.weebly.com Seite. Und hier in diesem PDF, wenn man das anklickt, hier mache ich es ein bisschen grösser, dann sieht ihr das besser. Habt ihr da eben die Beispiele, die ihr rauskopieren könnt? Das sollte gerade automatisch so funktionieren. Ich teste das mal testen. Genau, und nachher könnt ihr die einfach über Run. Sollten die gerade spielbar sein. Das Beispiel, das ich gezeigt habe mit dem Scratch. Muss ich jetzt gerade schnell selber suchen. Ich habe das nämlich schon noch immer drin. Das habe ich hier, glaube ich, was kann Sonic Pi, genau. Hier habt ihr jetzt andere Codebeispiel direkt auf der Webseite, die ihr auch einfach rauskopieren könnt. Und da ist das Beispiel vom Sammeln von einer Münze oder wie klingt eine Münze. Ich tue das auch schnell abspielen da. Und natürlich tönt es nicht, aber ich müsste vielleicht auch die Lautstärke aufschrauben. Starte es noch einmal. Gehe mit der Figur in die Nähe. Plopp. Das war alles. Aber es war ein kleiner, feiner Sound. Und den habe ich auch mit Sonic Pi gemacht. Das Beispiel findet ihr eben hier. Man muss es einfach anpassen für seinen Geschmack. Ist das etwa so, Roman, in deinem Sinn gewesen, die Antwort? Bassdrum Hi-Hat Snare, ein Beispiel habe ich noch nie. Das würde ich nachher reichen. Ich würde ja gerne hier, tun ich auch so, wenn ich etwas gemacht habe, so in einem Blogbeitrag, tun ich diese Sachen her und ich würde das Beispiel auch noch dort her tun mit dem Step-Sequenzer, wenn das okay ist. Gut, merci auch. Nicht, dass es wahnsinnig spannend ist, der Blog. Es ist einfach so ein bisschen als Sammlung, jetzt zum Beispiel genau für das. Hier sind wir mal in einer Blogwoche gewesen. Ihr könnt das dann gerne studieren, wo wir in Teufelen, wo wir mit leider keine Modis, sie haben sich nur Giel angemeldet, ganze Woche lang programmiert haben. Die hatten keinen Plan von Programmieren. Und wir haben am Montag gestartet, das Ziel war Donnerstagabend, Schulfest und Konzert vor den Eltern. Hat wunderbar geklappt mit
skurrilsten Musikergebnisse, aber es waren Ergebnisse gewesen. Also wir sind dann vor allem musikalisch am Schluss haben wir probiert, den Schliff irgendwie herzubringen. Wie könnt ihr, gut, ich lasse sie zu starten, könnt ihr sonst ja selber, wie können wir das, was sie jetzt programmiert haben, in irgendeinen musikalischen Verlauf bringen? Sagen wir nicht die ganzen 2,5 Minuten. Der Sound ist leider nicht so gut. Siebte bis neunte Klasse war es. Jetzt hört ihr das, was ich vorher gemeint habe, Sonic Pi als Instrument. Man muss sich auch relativ stark von klassischen Konventionen lösen. Wenn ich jetzt hier Eagle Eyes Sherry Safe Tonight gespielt habe, dann werde ich einfach enttäuscht werden. Aber es ist gleich enorm spannend, was die Kielen in dieser, also sie haben 3 Tage programmiert, wie die Wilden. Wir konnten kaum mehr reden mit ihnen, die waren voll dahinter. Die Eltern, die Grosseltern auch zugelassen haben, sind relativ stober rausgegangen. Aber das ist voll der Groove, den man eben in Algorave eigentlich auch hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zu diesem schrägen Track Leute tanzen können. Genau, Jean-Michel Jarre. Genau. Abstellt, ihr dürft es selber auch noch anhören natürlich. Hier in diesem Teil habe ich etwas probiert, nämlich hier, das ist ein Raspberry Pi, ihr erkennt ihn vielleicht hier in diesem Böxli innen, mit viel Heißleim, habe ich die Kabel einfach angelötet. Es war ein Versuch, ob ich den Step-Sequenzer, den ich vorher gebaut habe, in einer komplexeren Version also mit Schalter herbringen, so dass man zum Beispiel mit 4 Leuten auf einer Bühne ein Stück könnte spielen könnte. Man hört es nicht wahnsinnig gut. Es gibt auch hier ein Video. Hier ist, jetzt muss ich auch noch sagen, ein Python-Skript. Das habe ich nicht selber schreiben können. Das hat uns der liebe Nico Steinbach, unser Masterhirn bei uns in der Schulinformatik, hat mir das geschrieben, weil es relativ komplex war, die Informationen, zwar in Python abzufahren, das geht noch von diesen Kontakten, aber nachher überzuführen zu Sonic Pi, das ist das, was ich vorhin mal gesagt habe. Am Schluss hat man einfach mit dieser Maschine hier können. Da startet jetzt das Ding, das läuft dann über WLAN mit einem Akku-Pack drin. Also die Maschine hier, die ist völlig autark. Und jetzt, das ist so ein Binärsystem. Und jetzt seht ihr hier die Python-Umgebung. Und gleich mal die Sonic Pi-Umgebung. Super Video, es tut mir leid. Hier kommt in Sonic Pi kommt jetzt an, was ich eingestellt habe auf dieser Kiste. Jetzt seht ihr, ein Schalter ist umgelegt worden. Und wenn ich dann so ein Pi starte, hört ihr ein Schlagzeugbeat. Man hört noch fast nichts. Und mit diesen Schaltern konnte ich dann nachher verschiedene Ebenen können programmieren. Müsst ihr vielleicht selber hören, weil man hört es auch jetzt kaum über den Stream.
Ja, es ist fast wie ein Looper, genau. Also ich hatte jetzt weniger einen Looper im Kopf gehabt. Ich hatte einfach wirklich mir ein Instrument überlegt, wo ich den Schüler in die Hand drücken kann. Es hat sich dann herausgestellt, dass die ganze, also das Instrument hat man natürlich selber gebaut, die Schule, es hat sich dann herausgestellt, die ganze Löterei und ist es so filigran und schwierig und nachher plus noch die ganze Raspi-Geschichte mit dem Reinhängen ins WLAN, wenn du das über das Akku-Pack im Auto startet, das ist so filigran, es hätte einfach nicht sein sollen. Es war ein netter Versuch, also so als Prototyp vielleicht kann man sich das überlegen, habe ich Uzuzbox getauft. Hier auch über Open Edu Days, schon im 17. Hier hat er auch noch ein paar Code-Schnipsel, die ihr gerne dürft ausprobieren. Ich bin garantiert in meinen Beispielen immer wie einfacher geworden. Im 17. sind sie noch sehr, sehr schwierig, glaube ich, wenn man jetzt das anschaut. Muss dazu sagen, Sonic Pi hat sich auch weiterentwickelt. Also das, was ich jetzt hier geschrieben habe, ist jetzt etwas, was mit Sonic Pi mittlerweile mit einem Befehl geht. Also der Sam Aaron ist immer dran, es ist ein Open-Source-Ding, er ist sehr angewiesen auf Unterstützung. Also es gibt auch eine Patreon-Seite von ihm, man darf ihn unterstützen. Ich mache das zum Beispiel mit einer kleinen Summe jeden Monat. Und weil selber verdient er ja kein Geld und ist natürlich angewiesen darauf, dass so super Projekte einfach, dass man die kann weitertreiben kann. Also wir sind alle angewiesen darauf, dass die Open-Source-Welt auch ein bisschen lebt. Ganz am Schluss, ihr dürft gerne noch mal viele Fragen stellen. Ich zeige euch noch schnell ein Video. Das war unser Fellow, der Heinz Meder und der Mike Maurer, ein begnadeter Trompeter, aber auch Alphornist, der Heinz Meder auch. Die haben ein Alphorn-Quartett, soviel ich weiß. Alphorn-Experience ist verlinkt. Und sie haben unsere Tage gespielt. Und hier war der Versuch, Alphorn mit Sonic Pi. Ich bin da vorne links zu sehen. Und es ist ein Stück im Siebner, Oberländer. Ja, 7, 8, die Noten sind ja da. Klingt das so. Also meine Intention war, möglichst sie irgendwann mit meinem Instrument, wo ja auch sehr, fast ein bisschen wie beim Alphorn, es hat ja sehr beschränkte Möglichkeiten und in diesen beschränkten Möglichkeiten jetzt enorme Vielfalt an Sounds, die man produzieren kann. Ähnlich ein bisschen wie beim Alphorn. Darum haben wir das auch gemacht. Also natürlich, weil der Heinz Meder auch Fellow war bei uns. Und wir haben uns probiert, dort wirklich ein bisschen herauszufordern. Also ihr habt gehört, dass ich manchmal schräge Klänge komme. Und ihr habt aber auch gemerkt, wie der Mike, der links, relativ also sehr gewieft auf die Herausforderungen reagiert hat. Mit einem Alphorn, der begrenzte Mittel hat. So, jetzt bin ich zwar ein bisschen früher, 8:45,
Vielleicht gibt es aber noch viel, viel Fragen von eurer Seite. Dürft ihr natürlich auch gerne stellen. Habe ich noch etwas vergessen? Jetzt muss ich schnell schauen. Ja, ich hatte noch ein Beispiel gehabt. Excuse. Quasi, das sind vielleicht meine Möglichkeiten mit Sonic Pie zu spielen. Das, was ich bis jetzt so ein bisschen gelernt habe, in diesen vielleicht 2 Jahren, nein, 17 war ja das erste Mal. Es sind schon 4 Jahre. Aber ich bin ja nicht jeden Tag dran. Ich übe nicht jeden Tag Sonic Pie 10 Minuten, wie man das müsste. Es sind einfach so phasenweise. Es ist ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Ich kann aber jetzt gleich noch schnell etwas zeigen. Etwas relativ Kurzes und du da auch nicht mehr viel erklären. Vielleicht ist es spannend, wenn ihr einfach zuschaut, wenn ich etwas verändere. Könnte es ja sein, dass ihr rein über das, was ihr seht, schon eine kleine Ahnung habt, was man da hört. Ich mache jetzt auch ein bisschen Leute machen.
Gut. Jetzt eben noch weitere Fragen. Bin ich jeweils, wie weit gehe ich mit den Schülern? Ich gebe seit 8 oder 9 Jahren selber nicht mehr Unterricht. Ich bin vorher 20 Jahre als Musiklehrer tätig gewesen und man verliert vielleicht schon ein bisschen den Faden, muss ich ehrlicherweise ja zugeben. Das Coole ist, im Blogbeitrag von Teufelen hat, da bin ich ja schon, hat er der Roman Morgenthaler, genau, Roman heisst, nein, bin ich gerade unsicher, excuse, hat er relativ gut beschrieben, wie weit das er geht und was Gelingensbedingungen sind. Und dort würde ich auch gerne darauf verweisen. Mit den Schülern, einfach ganz spontan, würde ich einfach wirklich probieren, in den einfachen Anfängen zu bleiben. Das ist ein bisschen das, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Also mal mit Play und Sleep und Schleifen. Und nachher Variablen. Vielleicht Maximum bei wirklich Schülern in der Oberstufe, vielleicht 9. Klasse, maximal jetzt so eine Step-Sequenzer probieren anzuschauen. Das wäre jetzt so aus dem, ja, so ein bisschen ungefähr. Du merkst, ich bin ein bisschen unsicher bei diesen Fragen. Aber das wäre etwa so das Level. Muss man für den Live-Code verändern? Ändern und immer wieder neu starten, damit es wirkt. Das Live-Coding hat wirklich zum Ziel, dass man nicht muss neu starten muss. Also das heisst, ich tue jetzt das Beispiel noch schnell abspielen. Ich höre das vor allem beim Poken das sehr gut. Ich mache jetzt das mal doppelt so schnell und hier dafür doppelt so viel. Die Änderung, die ich jetzt geschrieben habe, die ist noch nicht aktiv und ich muss jetzt das Programm einfach wie neu, also das ist ja Interpreter, ich tue jetzt einfach die Informationen neu in laufenden Code hineingeben, den ich jetzt gerade geschrieben habe. Und dafür drücke ich Run oder mit dem Tastaturkürzel für Run. Ich sehe jetzt hier oben kurz an, poppt es auf mit dem Zip-Pointer. Wenn ich jetzt Run drücke, sollte es doppelt so schnell sein, Poke am Schluss und doppelt so viel. Jetzt noch nicht fressen, beim nächsten Mal. Ja, jetzt ist es gegangen. Ich mache es wieder zurück. Bin noch in der 7-mal hier oben. Ah, hat noch einiges mehr gebraucht. Jetzt. Okay, Roman, genau. Was ist der Unterschied zwischen Loop 2 und Live Loop? Ja, ist ein relativ schwieriges Thema. Loop ist endlos schlaufen. Und Live Loop ist auch ohne endlos schlaufen. Von dem her gibt es keinen Unterschied. Das Problem ist, ich kann nicht mehrere. Ich probiere das schnell so. Irgendwas. Hä? Und machen da End. Und jetzt möchte ich einen weiteren Loop machen. Und so wie der Computer funktioniert, ist es jetzt so, er kommt hier oben her, vom Programm her, und sieht jetzt einen endlosen Loop. Und er wird jetzt endlos hier drinnen bleiben stecken. Und er wird gar nie zu dem Loop mit irgendwas 2 kommen. Weil es gibt keine Bedingung, wie ich von da zu dem komme. Und das ist das grosse Problem. Das ist die Gleichläufigkeit, so wie ich mich beraten lasse, wie das heisst. Ich muss gewisse Loops können gleichzeitig klingen. Also ich will eigentlich nicht den Loop 2 hier unten, nicht unter dem Loop 1 haben, sondern ich will neben dem Loop 1 haben. Und das ist der grosse Unterschied
wenn ich das ganze Ding mit Live Loop 1 schreibe und hier irgendwas habe und hier der Live Loop 2, irgendwas 2, dann wird, jetzt wird es zwar spitzen, weil ich keine Pause eingebaut habe, dann wird der Live Loop 1 gleichzeitig wieder Live Loop 2 gestartet. Also ihr könnt euch das vorstellen, als wenn ich diesen Teil vom Code hier hinten neben dem ersten Loop hat geschrieben. Und noch die bessere Analogie ist eigentlich verschiedene Musiker in einer Band. Und ohne Live Loop hat die verschiedenen Musiker ihre Röhre innen und ich höre einfach immer nur der Oberst und die Jüngeren, die kommen gar nie zum Zug. Loop the do end block forever, however, unlike a basic loop. Jetzt verstehe ich es noch nicht, vielleicht müsste ich noch... Ah, du hast rauskopiert, hä? Genau. 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 Also der Loop ist eigentlich der normale Loop, den ihr zuerst gesehen habt, ist der klassische Forever Loop, eben, wenn der mal läuft, dann habe ich kaum mehr Möglichkeiten, dort einzugreifen. Und der Live Loop ist genau das andere. Da kann ich jederzeit irgendetwas verändern. Ganz spannend ist auch, jeder Live Loop hat ein eigenes Tempo. Also ich kann in jedem Live Loop, wenn es nicht von oben einmalig angegeben wird, das Tempo, kann ich jedem Musiker ein anderes Tempo geben. Also ich kann dem ersten Musiker sagen, spiel Tempo 100, der zweite, dem kann ich sagen, spiel Tempo 105. Und somit können wir auch sehr, sehr spannende Sachen erzeugen. Gut, ich glaube, ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Wie gesagt, ich tue das Video, wenn es fertig gerendert ist, irgendeinmal morgen oder übermorgen auf die Sonic Pi Webseite im Blogbeitrag. Und dort würde ich dann nachher auch das Code-Schnipsel mit dem Step-Sequencer noch rein tun. Wenn keine weiteren Fragen sind, müsst ihr jetzt schnell noch melden. Sehr gerne geschehen und merci, für dass ihr nochmal Zeit habt bekommen, euch Zeit nochmal genommen, für da doch noch dabei zu sein, nach dem wirren Samstag. Dann. Gut, dann tue ich mich verabschieden. Merci vielmals. Ciao zusammen. Und ciao Christian, mach's gut. Merci vielmals. Tschüss zusammen. Ciao Christian, tschüss zusammen. Ciao zusammen. Tschüss.